Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für ATV. Der Jahresbericht 2014 des Obersten Bayerischen Rechnungshofes ist veröffentlicht, die Liste von Kritikpunkten lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Der Europäische Rechnungshof hat natürlich wieder kritisiert, dass Bayern auf Steuereinnahmen verzichtet, indem es seine Finanzämter nicht ausreichend ausstattet mit Personal, dass der Vollzug nicht ausreichend stattfindet. Es ist natürlich auch eine Frage der Steuergerechtigkeit. Und in diesem Zusammenhang möchte ich persönlich noch mal daran erinnern, dass beispielsweise die Steueraffäre Honnes ja nicht aufgedeckt worden ist durch Finanzbeamte, sondern letztendlich als erstes durch Journalisten. Und es ist natürlich schon so ein Zeichen, wo man sieht, dass nicht ausreichend kontrolliert wird in den Finanzämtern. Also das finde ich sehr spannend und auch etwas amüsierend fast. Denn man muss ganz klar sagen, was da rauskam, ist die Tatsache, dass derjenige, der seine Hausaufgaben macht, der das Land entschuldet, genug auf die Seite legt, investiert, dann gerügt wird. Also das sorgt eher für Belustigung. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stamme die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Ja, wir freuen uns sehr über diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Im Prinzip ein jahrzehntelanger Streit ist damit, denke ich, hoffentlich befriedet worden. Und ich denke, wir können jetzt sehr klar dieses Thema regeln. Und es bedeutet eben, dass diese Massenvorratsdatenspeicherung, wie sie von vielen gewünscht wird, so nicht stattfinden wird, sondern eine sehr begrenzte Datenzugriff auf Telefondaten stattfinden wird. Ja, ich glaube, das ist eine ganz schwierige Abwägungsentscheidung, denn einerseits leben wir in schwierigen Zeiten, Verbrechensbekämpfung, Terrorismus und so weiter. Andererseits ist das Urteil ganz klar und es entspricht ja auch dem, was wir immer sagen, die Privatsphäre ist höchste Gebot. Das war wieder Plenum TV für ATV. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.